Auftakt Ende November in Ruka traditionell stattfinden wird. Also die ersten drei sind raus und jetzt tickt es hin zur 41. Jetzt geht's Terence Weber raus, der die Strecke super kennt, hier viel trainiert und auch Johannes Ritzek. Die beiden nur 3 Sekunden auseinander, die können sich jetzt zusammenpacken und versuchen, den Weg nach vorn noch ein bisschen zu verkürzen, daran zu kommen an Yamamoto Rell. Und vielleicht ja auch an Herola. Es sind 8 Sekunden von Terence Weber auf Ilka Herola und es sind 11 Sekunden von Johannes Ritzek. Dann eine kleine Lücke hin zu Martin Fritz, der Österreicher, und jetzt auch zu Jörn Schmid, der gestern gut aussah als Startläufer der deutschen Mixed-Staffel Deutschland 1. Raffaele Buzzi haben wir gesehen, der ist raus, nächster Deutscher, dann mit der 15. Da links sehen wir ihn, das ist Erik Frenzel, der noch nicht zufrieden ist mit seinen Sprungergebnissen. Das hat man in der Qualifikation gesehen, das hat man gestern auch beim Mixteam-Wettbewerb gesehen. Und auch heute ein deutlicher Rückstand schon vom Olympiasieger, 7-fachen Weltmeister von Erik Frenzel. 1,33 ist sein Rückstand auf ganz vorn auf Ryota Yamamoto. Die 19 gehört Antoine Gérard aus Frankreich. Die 20, das ist Samuel Costa, gestern mit der besten Laufzeit von allen Männern. Der wird einige Plätze von der 20 sicherlich noch gut machen. Und die nächsten Deutschen sind dann Wendelin Tannheimer mit der 22 und Jakob Lange mit der 23. Jakob Lange hier in der Mitte beständig im A-Team dabei. Das Springen nach wie vor, seine kleine Achillesferse hat derzeit auch viel um die Ohren. Gerade in seinem Studium, Masterstudiengang. Deswegen bei einigen Lehrgängen auch nicht dabei. Und Franz Josef Rehrl hat bereits nach vorn angegriffen, hat die 4 Sekunden hin zu Yamamoto gut gemacht und befindet sich jetzt in der führenden Position. Franz Josef Rehrl, den Covid im Dezember mitten in der Saison erwischt hatte, der es dann aber noch geschafft hatte, Richtung Olympia wieder fit zu werden. Gesamtweltcup 17. in der vergangenen Saison. Da war Yamamoto, der beständig dabei sein konnte und auch aufs Treppchen gelaufen ist, unter anderem im Klingenthal bei den Weltcups. Und jetzt schauen Sie mal, mit was für einem Tempo die hier runterkommen. Das müssen perfekte Rollskifahrer sein. Alles ohne Schützer, weder an den Ellbogen noch an den Knien. Franz Josef Rehrl, der dabei war bei dieser verrückten Staffel bei Olympia, am Ende ja nur Rang 4 für die Österreicher. Martin Fritz war der Schlussläufer. So, und während die schon wieder zurückkommen nach der ersten kleinen Runde in die Skiarena, sind die hier noch auf dem Weg hinein, überhaupt ins Rennen. Diejenigen, die beim Springen weit, weit, weit hinten lagen. Mit der 40 haben wir Jan Andersen, einen, der aus dem B-Team hier die Chance bekommt, dabei zu sein, dass er betreut wird. Unter anderem von Björn Kirchreisen, der gebürtige Johann Georgenstädter, der inzwischen ja seit langem im Chiemgau lebt. Der Blick wieder nach vorn. Der Blick hin zu den Startnummern 4 und 5, das sind Terence Weber jetzt hier hinter Johannes Ritzek. Die beiden werden sich abwechseln, insbesondere bei den Abfahrten. Immer wieder die Chance, auch hier mit dem Windschatten ein bisschen Kräfte zu sparen. Die Drohne versucht sich durch die Wolken hindurch zu schieben, relativ flach, damit wir die beiden, die da im Augenblick in der führenden Position liegen, auch gut erkennen können. Ohne jetzt die Startnummer wirklich zu sehen. Ich glaube, der rote Helm, das ist Franz Josef Rehrl, der inzwischen 29-Jährige aus der Ramsau, in Schladming geboren. Kennen ja vielleicht einige von Ihnen, die auch hin und wieder mal dem Alpinski frönen. Tolles Gebiet, man kann Alpinski fahren, man kann jederzeit fast auch auf die Langlaufski gehen, wenn es dann oben auf dem Gletscher, auf dem Dachsteingletscher in Richtung Langlauf geht. Da trainieren ganz viele Mannschaften dann auch schon im Herbst. Auch die Deutschen werden sich dort einfinden, um dann unter anderem mit Trond Nystad, dem Ehemann und guten Trainer, dem Ehemann von Claudia Nystad, der Olympiamedaillengewinnerin, wieder an der Technik zu feilen. Yamamoto klemmt sich an Rehrl, das macht er sehr, sehr gern. Das haben wir auch in den letzten Monaten der letzten Saison häufig gesehen. Einer, der durchaus immer wieder ganz vorn auch dabei ist. Und die beiden jetzt hin zur 2,5-Kilometer-Marke. Die Scheinwerfer des Quads zeugen davon, dass die beiden
gleich kommen, denn die fahrbare Kamera sitzt da hinten drauf. Gibt uns immer wieder schöne Live-Bilder auch von der Strecke. Nicht nur die festen Kameras, die sich hier im Zielbereich befinden. Gut 5,5, fast 6 Minuten haben Franz Josef Rerl und Ryota Yamamoto gebraucht. Ihr Vorsprung hin zu Ilka Herola, 33 Sekunden. Diese 2,5 Kilometer Marke, die erste Zwischenzeit in diesem Rennen. Die haben also jetzt ein Viertel der Strecke absolviert. Herola 33 Sekunden. Der läuft allerdings auch ganz allein. Das ist nicht so einfach. Ihm fehlt in beide Richtungen im Augenblick die Orientierung. Hat einige Sekunden gut machen können. Gut fünf, sechs Sekunden auf die da vorne. Und wo sind jetzt Terence Weber und Johannes Rizek? 44 Sekunden war der Rückstand von Johannes Rizek. Nach ganz vorn 5 Sekunden gut gemacht. Der von Terence Weber ähnlich geblieben. Nach ganz vorn zu Yamamoto und zu Real. Der hatte ja nur 4 Sekunden auf den als ersten gestarteten Ryota Yamamoto. So, jetzt ist die Lücke doch ein bisschen größer. 2 Deutsche also da vorne mit dabei. Yuan Schmid haben wir noch nicht gesehen. Schau auf unseren Datenmonitor, der ist auch noch nicht durch. Bei dieser 2,5 Kilometer Marke war mit einem Rückstand von 1,07 gestartet. Jetzt gehen sie durch hier mit 1,13. Und in dieser Gruppe auch Yuan Schmid dabei, ganz hinten mit der Startnummer 7. Raffaele Buzzi, haben wir gesehen, Matteo Bo, den Franzosen, der sich schon vorgeschoben hat von 10 auf 9. 13 und 12 sind Andrzej Czekowicz, der Pole mit der 12, der lange in der Leadersbox gesessen hatte nach seinem tollen Sprung. Und auch Erik Frenzel hat sich bereits um einen Platz verbessern können, führt jetzt diese Verfolgergruppe an, in der sich unter anderem Soraya Hatchi mit der 14, mit der 17, Yuya Yamamoto, die beiden Japaner, und der hoch aufgeschossene Jared Shoemate aus den USA befinden. Antoine Gérard und Samuel Costa. Samuel Costa 1,54, der hat jetzt hier nicht gut machen können nach ganz vorn. So, da muss man schnell der Besen ran. Da ist irgendjemand über die Strecke gelaufen und hat ordentlich Dreck mitgenommen. Das ist natürlich für die Athleten alles andere als gut. Stand- und Trittfestigkeit ist wichtig. Franz Josef Rerl läuft von vorn weg. Franz Josef Rerl im Einzel bei Olympia Rang 9 von der Kleinen, Rang 11 von der Großen Schanze. Einer, der immer aggressiv von der Schanze an unterwegs ist. Die Österreicher ja nicht mit ihrem besten Team hier. Lukas Greiderer fehlt, der mit einer Verletzung im Sprunggelenk, Bänderriss, passen muss. Mario Seidel ebenfalls nicht hier. Der konzentriert sich nach seiner überstandenen Corona-Erkrankung noch auf das Grundlagentraining. Und jetzt versucht Rerl hier wegzuspringen. Von Yamamoto gelingt ihm das. Klasse, wie er das fahrerisch da gemacht hat. In dieser engen Kurve aus der Abfahrt heraus. Auch Johannes Lamperter nicht hier in Oberwiesenthal. Der hatte Bundesheer-Grundausbildung im Juli. Da fehlt noch ein bisschen Trainingszeit und diese 5 Tage, die hat er genutzt, um zu Hause zu trainieren. Wird dann aber in Oberstdorf in diesen Sommer Grand Prix einsteigen. 3 Stationen in diesem Sommer Grand Prix, 5 Wettkämpfe in 9 Tagen, sehr kompakt. Oberstdorf hatte ich erwähnt als 2. Station unter der Woche. Und am kommenden Wochenende wird dieser kurze Sommer Grand Prix 2022 dann sein Ende finden in Chaguns. Auf der kleinen Schanze 2 Einzelwettbewerbe, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Ilka Herola, 26, aus Kuopio, bei Olympia auf Rang 6, Gesamtweltcup 9. in der vergangenen Saison. Einige Namen werden Sie vermissen, das sind die der Norweger, Jan Magnus Rieber, Jürgen Graubak, Espen Bjørnstad. Oftebro nicht dabei. Die norwegischen Sommermeisterschaften finden an diesem Wochenende in Trondheim statt. Und die Norweger haben sich entschlossen, das also an diesem Wochenende zu machen und nicht hierher zu kommen. Wollen dann in Chaguns mal zeigen, wie weit sie sind mit ihrer Vorbereitung. Gilt für die Herren wie für die Damen. Bei den Japanern hatte ich erwähnt, dass die Watabe-Brüder nicht dabei sind. Auch ein Christian Ilves fehlt. Also es ist eine erste Standortbestimmung, aber es ist noch nicht so richtig abzusehen, wo man wirklich steht
weil einige der Weltbesten eben noch nicht dabei sind. Hat ja einige Änderungen auch gegeben bei den Trainern, unter anderem bei den Italienern. Danny Winkelmann, der Thüringer, nach 2 Jahren jetzt nicht mehr dabei. Erik Frenzel, da mit der 15. Jetzt am Ende dieser Gruppe. Und das hier ist die Führungsgruppe, die beiden, Real und Yamamoto. So, das Führungsfahrzeug taucht schon wieder auf. Bei den Japanern der langjährige Chefcoach, auch nicht mehr dabei. Takanori Kono, der für uns immer ein sehr, sehr guter Ansprechpartner war. Der hatte ja in Köln an der Sporthochschule studiert, entsprechend in perfektem Deutsch. Ein gutes Austauschen immer mit ihm. Der ist jetzt ersetzt worden durch Takahiro Kubo. Das ist der neue Chefcoach bei den Japanern. Und Andrea Bezzi ist der neue Mann an der Spitze des italienischen Kombiniererverbandes. Jo, Real jetzt mit 2,5 Sekunden nach der Hälfte der Distanz. Hat jetzt ein Loch reißen können hin zu Yamamoto. Und wie scheint der Rückstand sich jetzt entwickelt zu haben bei Ilkka Herola? Vorhin waren es 27, jetzt sind es 22. Auf dieser Strecke, die Hälfte in der Skiarena erlebt hat. Es wird dann noch eine Runde gelaufen werden. Johannes Rützig, 34 jetzt. 39 waren es bei der letzten Zwischenzeit. Also sie haben ein bisschen aufholen können, aber bislang macht Franz Josef Real hier einen wirklich sehr, sehr guten Eindruck und hat jetzt wohl das endgültig größere Loch reißen können. Hin zu Yamamoto. 2,5 Sekunden waren es bei der Durchgangszeit. 5 Kilometer. Jetzt ist die Lücke größer geworden. Das hier ist die nächste Verfolgergruppe hinter Rützig Weber und dem alleinlaufenden Herola, angeführt von Raffaele Buzzi, der Italiener, der mit einer Finnin verheiratet ist, seit wenigen Wochen aus Lahti, da wo der Kombiniererzirkus ja immer wieder meist in den späten Wintermonaten Station macht. Und Jürgen Schmid klebt da hinten so ein bisschen dran, hinter Laurent Mühlthaler mit der Nummer 11 aus Frankreich. Franz Josef Herl wartet ja nach wie vor auf die große Medaille bei Olympischen Spielen. Jetzt muss er noch 3 Jahre warten, nachdem es mit der Staffel auch wieder nicht geklappt hat. Das war durchaus dramatisch. Als eben der Mann, den er jetzt abgehängt hat, auf den letzten Metern an Martin Fritz noch vorbeizog und Bronze durchaus sensationell für Japan gewinnen konnte. Klasse, wie er das hier fahrtechnisch macht. Ist brillant unterwegs auf diesen Skirollern, die ja keine Bremsen haben. Das machen die Jungs alles mit ihrer Skating-Technik, die hervorragend ausgebildet ist, natürlich. Aber der ganz große Hammer, der kommt ja dann zum Schluss. Diese fast 2 Kilometer nur bergan, aus der Skirena bis hin hoch zum Gipfel des Fichtelberges, sind es gut 2 Kilometer. Und die muss er allein laufen. Jakob Lange und Wendelin Tannheimer kommen jetzt hier durch. 2,5 Minuten. Ihr Rückstand, der ist gewachsen hin zu Franz Josef Real. Grant Andrews, Gaspar Brezel aus Slowenien. Zum Teil wirklich neue Namen dabei, insbesondere auch von den Teams Slowenien und Tschechien. Da sind die Altgedienten nicht hier aufgetaucht. Thomas Pontik zum Beispiel, der aber nach wie vor aktiv ist, den werden wir dann sicherlich in Richtung Weltcup oder vielleicht ja auch bei einem der weiteren beiden Stationen hier im Sommer Grand Prix noch mit erleben können. Franz Josef Real und Yamamoto kommt da unten gerade erstmal um die Ecke. Das ist jetzt hier der Anstieg hoch in die Skiarena. Dann geht es unter der kleinen Brücke durch. Noch die nächste Schleife gefahren. Und dann hat das fast schon geschafft in Richtung der 7,5 Kilometer Marke. Unter der Brücke durch. Rechts davon hier jetzt die Arena. Und Ilkka Herola hat es geschafft, ist an Yamamoto dran und vorbeigegangen. Also der Finne jetzt auf 2, der Japaner auf 3. Hat lange sich hinter Real versteckt, den hat er irgendwann ziehen lassen müssen. Inzwischen
ist der dritte an ihm vorbeigegangen. Der Japaner also jetzt auf Position 3. Die Abgeschlagenen kommen gerade bei 5 Kilometern durch. Hier diese Gruppe weit hinten. Jan Andersen und Tristan Sommerfeld mit der 41 sehen wir hier. Der Sohn von René Sommerfeld. Tristan Sommerfeld, der ja mit dem Papa, mit den Eltern ganz unweit der Erzgebirgsarena des Fichtelbergs, der Fichtelbergschanze, lebt. 16 Minuten hat Franz Josef Rell in den Beinen. Schwer einzuschätzen, wie lange heute dieses Rennen dauert, weil normalerweise kommen die Athleten ja genau an der Stelle wieder raus, wo sie auch gestartet sind. Das ist heute anders. Der Start eben in der Skiarena und das Ziel oben dann auf dem Gipfel des Fichtelbergs. Stanonik, Kohlberger, Fadrons, Kolb, alles Namen, die wir im Weltcup sehr selten bis noch gar nicht gesehen haben. Für diese jungen Athleten natürlich die große Chance, sich zu empfehlen in Richtung des Winters. Es ist ja ein Weltmeisterschaftswinter. So, wo ist Erik Frenzel? Der war vorhin hier dran. Franz Josef Rell schaut sich um. Erik Frenzel auf der 18 nach 5 Kilometern müssen wir beobachten. Das sah vorhin nicht gut aus, als er am Ende der Verfolgergruppe sich befand. Jetzt habe ich ihn hier mit der Startnummer 15 nicht entdecken können. Franz Josef Rell macht das bislang richtig gut. 17,5 Minuten für 7,5 Kilometer. Das ist ein tolles Tempo auf den Skirollern. Aber der richtige Hammer, der kommt gleich. Jetzt nochmal rein in die 2-3 Ringel der Skiarena, der vorgefertigten Bahnen, die exklusiv für das Rollern oder eben im Winter für das Skilaufen gedacht sind. Und Ilka Herola, jetzt 16 Sekunden dahinter. 22 waren es bei 5 Kilometer. Und ihm ist zuzutrauen, dass er das vielleicht sogar noch zulaufen kann, wenn es eben jetzt diesen steilen Berg da hochgeht. Naja, ganz so steil ist es vielleicht gar nicht, aber es geht permanent bergan. Terence Weber und Johannes Ritzig nach wie vor zusammen. Jetzt 6 Sekunden hinter Yamamoto. Das ist doch noch zu machen in Richtung Podium. Terence Weber oder Johannes Ritzig, einem Deutschen traue ich hier zu, aufs Podium zu laufen. Nach ganz vorn haben sie nur 3 Sekunden gut machen können in den letzten 2,5 Kilometern. Auf ihn hier, auf Franz Josef Rell. Das die größere Verfolgungsgruppe dahinter, angeführt von Matteo Bo, die Neuen, Stefan Rettenegger, Raffaele Buzzi und Julian Schmid mit der 7, orientiert sich jetzt ein bisschen nach vorn, der ja einen Riesensprung gemacht hat im vergangenen Jahr. Julian Schmid aus Oberstdorf in einer Trainingsgruppe mit Vinzenz Geiger und David Mach, die wir dann auch ab Oberstdorf in diesem Sommer-Grand Prix miterleben werden, die nicht mit hierher gekommen sind. Nach Oberwiesenthal, der Oberstdorfer Johann Schmid, der erst 22 Jahre alt ist, im letzten Jahr es dann sogar mal in OTP aufs Podium geschafft hat und eben auch Silber gewonnen hat, in der Silberstaffel dabei war. Erik Frenzel jetzt wieder vorgekämpft, zumindest auf die 15. Position. 1,52 allerdings hat deutlich verloren in Richtung Franz Josef Rell, da ganz vorn. Da hinten lauert Herola. Franz Josef Rell noch auf den Strecken hier der Skiarena. Und kommt da unten, haben wir da vielleicht eben gerade noch Terence Weber oder Johannes Ritzig gesehen? Jakob Lange, der auch das Schweden-Trainingslager zum Beispiel auslassen musste, weil er sich eben auf sein Masterstudium konzentriert hat. Jetzt allerdings voller Fokus auf den Sport. Großes Ziel der deutschen Mannschaft ist natürlich, sich erst einmal unter die ersten 5 zu begeben in diesem so starken Team. 5 darf Hermann Weinbuch, der nach wie vor der Bundestrainer ist, gemeinsam mit Heinz Kuttin und Kai Bracht.
5 darf er nur nominieren. Und es sind so viele, mindestens 7, die dabei sein wollen. Vergessen wir Manuel Feist nicht, der fast eine Olympiamedaille gewonnen hätte nach seiner Nachnominierung. Oder auch Fabian Riesle, der nicht nominiert war für Olympia und jetzt natürlich nochmal angreifen will. Da überhaupt erstmal den Weg unter die besten 5 zu finden, das wird ganz schön schwer. Franz Josef Real versucht es weiter im 1-1, wie auch da hinten Ilka Herola, der ständig näher kommt. 16 Sekunden waren es bei der Marke. 7,5 Kilometer. Und Herola kommt Stück für Stück, Meter um Meter, immer näher. Ist das da hinten Johannes Ritzek? Schwer aus dieser Entfernung hier zu sehen. Der könnte durchaus schon an Yamamoto vorbei sein. Dem ist sogar zuzutrauen, dass er es noch bis nach ganz vorn schafft. Wir sind immer noch am Beginn dieses Anstiegs. Die haben mindestens noch einen Kilometer. Und Herola kommt herangeflogen und wird Real jetzt gleich erreicht haben. Ilka Herola, der Mann aus Finnland. Der ist beständig einer der schnellsten auf der Strecke. Immer dran an den Top 10. Pascal Müller sehen wir da. Endlich mal wieder einen Schweizer, betreut hier übrigens von Conny Kreiselmeier, der Trainer des deutschen B-Teams, der ja jahrelang Tim Hug, den Schweizer, der allein unterwegs war, betreut hat. Es wäre so viel einfacher, wenn die Jungs die Nationalmannschaftstrikots anhätten. Dann könnte man erkennen, wer das ist. Könnte die 5 sein? Das könnte Johannes Ritzek sein. Ja, bin relativ sicher, dass das Johannes Ritzek ist. Wenn er sich aufrichtet, jawohl. Jetzt ist es gut zu erkennen. Es ist die Startnummer 5. Johannes Ritzek hat es also geschafft, hat nicht nur Yamamoto überholt, hat Terence Weber abgeschüttelt, sondern nimmt jetzt also auch die Verfolgung von Ilka Herola und Franz Josef Real auf. Herola, der rangefahren ist, hat sich jetzt erstmal hinten bei Franz Josef Real ins Heck gesetzt. Und das bedeutet, dass es jetzt gleich ein Trio geben wird. Während wir hier noch die Durchläufer bei 7,5 Kilometer sehen, die haben diesen riesigen Anstieg noch komplett vor sich. Ein Trio kämpft um den Sieg. Ein Österreicher, Franz Josef Real. Dazu ein Finne, das ist Ilka Herola. Und mit der Startnummer 5 auch ein Deutscher dabei, mit Johannes Ritzek. So enttäuscht war er, dass er nicht für die Staffel nominiert worden ist. Das, schauen Sie mal da rechts, das ist Björn Kircheisen. Der Mann aus Johanngeorgenstadt mit dem B-Team und Conny Kreiselmeier immer unterwegs. Jetzt natürlich, da viele Athleten auch aus seiner Trainingsgruppe dabei sind, an der Strecke mit dem Funkgerät ausgestattet, um die neuesten Informationen an die Athleten durchzugeben. So, jetzt versucht Herola von vorn wegzulaufen, an Real vorbei und versucht die Lücke zu reißen. Die Funkverbindung da leider auf dem Fichtelberg nicht die beste. Deswegen stockt das Bild immer wieder und wir springen mal kurz hier zurück in die Skiarena, wo die abgeschlagenen Athleten ihre 7,5 Kilometer Marke gerade unter die Rollen nehmen. Aber wir wollen natürlich wissen, wie es da vorne aussieht. Auch das der Blick hinein in den Anstieg hin zur Skiarena, wo die Besten längst durch sind. Das ist der Blick oben. Hier sind wir auf dem Gipfel. Hier sind wir auf dem Fichtelberg. 1215 Meter hoch. Die höchste Erhebung in Mitteldeutschland. Alle schauen sie, wer wird denn da unten als Erster ankommen? Die müssen dann alle zur Seite springen, wenn es vielleicht hier in die Sprintentscheidung geht. Das ist natürlich nicht der Final Climb wie bei der Tour de Ski in Val di Fiemme, aber das tut weh, das kennen die Kombinierer normalerweise nicht. Ein bisschen natürlich aus dem Training, wenn sie beständig Kilometer um Kilometer, vor allem in den Dolomiten, immer wieder unter die Rollen nehmen. Jetzt also der Blick hin zur Spitze. Geht doch mal zur Seite, wir wollen es doch alle sehen. Wer liegt davon? Ist es Ilka Herola? Der macht es wohl. Ilka Herola, der Finne, im Augenblick in der führenden Position. Johannes Ritzek hat Franz Josef Real abgeschüttelt und wir sind nur noch wenige Meter von der Ziellinie entfernt. Es ist der Sieg für
Ilka Herola, den Finnen. Gratulation. Und Johannes Rizek läuft von 5 auf 2 vor. Am Ende fehlen ihm nur 3 Sekunden zum Sieg. Er hat das ganze Rennen fast komplett von vorn gelaufen und bis einen Kilometer vor Schluss lag er auf vorn. Schweres Rennen für Franz Josef Rell, der sich allerdings freuen kann über seinen Podiumsplatz. Italien kommt noch ein bisschen später. Julian Schmid, der nächste Deutsche, der nächste Oberstdorfer, kommt hier als Vierter ins Ziel. Terenz Weber, der Erzgebirger, der kann auch nicht mehr weit sein. Gestartet mit der Startnummer 4. Jetzt ist er im Ziel. Terenz Weber als Fünfter. Also ein tolles deutsches Resultat am Ende. Hier haben wir mit der 8 Raffaele Buzzi, der erste Italiener, und Ryota Yamamoto, der als Erster nach dem Springen auf die Spur gegangen ist, wird es ebenfalls gleich schaffen. Die beiden, die zuerst angekommen sind. Gratulation nach Finnland. Ilka Herola gewinnt vor ihm hier vor Johannes Rizek aus Oberstdorf und Franz Josef Rell aus Ramsau. Das Einzelrennen Sommer Grand Prix in Oberwiesenthal. Das deutsche Ergebnis runden Julian Schmid und Terenz Weber aus Oberwiesenthal mit den Plätzen 4 und 5 ab. Und aus der Wolke von Oberwiesenthal in die Sonne nach Leipzig zu René.